Reaktion zum Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Neustadt? Und Lepke? Wir fangen Sie immer mit dem Gäste-Trainer an. Bitte. Ja, 3-1 natürlich nicht das, was wir uns vorgenommen haben. In einem Spiel, wo der Erste gegen den Letzten gespielt hat. Aber ich bin der Meinung, und da geht das Kompliment an meine Mannschaft, diesen Unterschied hat man in keiner Phase des Spiels gesehen. Bevor Krischo zur ersten Torschance bzw. zum Tor kommt, hatten wir zwei Riesen im 1-1-Verhältnis. Da muss ich einfach 2 Minuten liegen. Dann spielt es sich gegen den Tabellenführer für uns natürlich leichter. So, wenn wir den Rückstand hinterher, können wir ihn auch egalisieren. Machen alles, denke ich, in unserem Rahmen unserer Möglichkeiten, alles machbar. Und dann gibt es natürlich einen Freistoßschützen, der trifft, wann er will, gegen uns, wir will. Abgefälscht, 2-1 hinten, wird es natürlich sehr schwer. Meine Mannschaft hat alles versucht, hat alles nach vorne geworfen. Unser Stürmer vorne mit Platzwunde am Kopf und alles so, sind alle Zeichen. Da lebt was, da ist was dabei. Haben sich zerrissen, Kompliment in diese Richtung. Aber wir stehen ohne Punkte da und das war nicht unser Ziel. Vielen Dank. Jawohl. Toni, dein Fazit zum Spiel? Ja, erstmal auch Kompliment an Neustadt, muss ich sagen, aber kämpferisch sehr, sehr gute Leistung und unser Hinspiel war, glaube ich, auch 3-1. Und da war Neustadt auch schon richtig, richtig stark und deswegen finde ich auch, dass Neustadt eigentlich nicht auf den letzten Tabellenplatz gehört. Dafür haben sie eigentlich zu viel Wucht und zu gute Fußballer in den Reihen. Von daher ein Kompliment an Neustadt, war eine sehr, sehr gute Leistung. Ja, das Spiel an sich, Neustadt hat recht tief gestanden, hat uns das Spiel machen lassen. Wir haben uns auf Anfang immer ein bisschen schwer getan und daher kamen auch dann die Chancen von Neustadt, weil wir in der Eröffnung nicht ganz so gut waren. Und wo man dachte, ja, mit dem 1-0 gibt uns mehr Sicherheit, haben wir uns trotzdem hier noch schwer getan und gefällt dann das 1-1. Und jetzt bin ich eigentlich nur glücklich und sehr, sehr zufrieden, dass wir nach den 3 Niederlagen in Folge nicht wieder gewonnen haben. Und man hat natürlich gemerkt, dass wenn Andi wieder dabei ist, dass die ganze Mannschaft ein bisschen durchatmet und sich freut und hofft, dass er immer dabei ist und heute ist er dabei und macht wieder gleich die Tore. Das ist natürlich super für uns und ich bin jetzt eigentlich sehr, 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 sehr zufrieden, dass wir die 3 Punkte geholt haben und wieder in dem Fahrwasser sind, wo wir uns sehen. Und auch da Kompliment an meine Mannschaft, weil nach 3 Niederlagen ist es nicht so einfach, eine kampfbetonte Mannschaft in Neustadt zu gewinnen. Von daher war es für uns das erwartet schwere Spiel. Und, wir haben es trotzdem geschafft, den Stempel aufzudrücken. Und von daher Kompliment an meine Jungs, dass wir uns 3 Punkte geholt haben. Gibt es noch Fragen? Keine Fragen mehr. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich wünsche Neustadt noch weiter viel Erfolg und hoffentlich hält er die Klasse. Ich würde es euch gönnen. Und ich wünsche allen eine gute Heimreise. Vielen Dank. Dankeschön. Aber, hey.